Und ich begrüße euch. Guten Tag. Ja, Leute, was geht? Hier ist wieder Tobi. Wir sind zurück bei Let's Play Pro Evolution Soccer 2014. Ja, es ist erst der zweite Bundesligaspieltag, aber das erste große, große Highlight. Der Bezwinger des SV Werder Bremens im DFB-Pokalfinale des letzten Jahres, Borussia Dortmund, ist zu Gast. Sie waren schlicht und ergreifend mit den Bayern die Konkurrenten letztes Jahr. Wir haben das letzte Spiel, das war noch ein Saisonspiel in Dortmund, glaube ich, mit 4-0 oder so gewonnen oder 5-0 sogar. Da haben sich die Dortmunder abschlachten lassen, aber für die gab es dann eh nichts zu holen, weil wir schon offiziell Meister waren. Jetzt ist es noch lang. Ein langer Weg bis zur Meisterschaft. Dortmund wird jetzt sicherlich eine andere Einstellung haben. Und gleich mal als Vorwegbemerkung. Nach diesem Spiel hier. Nach diesem Spiel werden wir gleich noch die Champions League Auslosung dranhängen. Auslosung der Gruppenphase, das wird hier nach diesem Spiel noch in dieser Folge folgen. In dieser Folge folgen. Klingt interessant, aber ein grammatikalisches, deutsches, richtiges Satzgefüge. So. Aufstellung können wir so lassen. Wobei, Moment. Warum spielt da Lukimia? Möchte ich eigentlich Caldirola? Okay. Also. Bremen gegen Dortmund. Wenn wir die natürlich, ich weiß gar nicht, können wir die in der Champions League Gruppenphase kriegen? Ich glaube nicht, oder? Naja, gucken wir mal. Erstmal jetzt dieses Bundesligaspiel. Ist ein ganz, ganz wichtiges. Ein ganz, ganz, ganz wichtiges Spiel. Die Fans stehen auch hinter uns, aber ganz ehrlich, das Spiel, was wir beim letzten Mal erlebt haben, zeigt, dass Fußball nie berechenbar ist. Bremen in der ersten Halbzeit deutlich überlegen, 2-0 Führung, zwei absolute Hammer-Tore. Habe ich so in PES auch noch nicht erlebt. Und in der zweiten Halbzeit ein Eigentor von Gebre Selassie und ein Anthony Modest, der einfach mal durch die ganze Abwehr geht, weil das Defensivverhalten der Bremer da grausam war. Tja, so schnell kann es gehen. Und heute also gegen Borussia Dortmund. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die sich präsentieren werden. Nachdem sie ja im letzten Spiel der vorhergegangenen Saison ja null motiviert waren, 5-0 verloren. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Einstellung doch heute eine andere sein wird. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird das stimmen. Weserstadion ausverkauft. Sonniger Tag hier in Bremen. Stimmung, fantastisch. Spieler konzentriert, angespannt. Top-Spiel. Dortmund mit dieser Elf, Weidenfeller, Subotic, Schummels, Piszczek, Schmelzer, Şahin, Gündoğan, Błażejkowski, Aubameyang, Henrik Mkhitaryan und vorne Robert Lewandowski. Hier sehen wir Pierre-Emerick Aubameyang. Los geht's. Bremen von links nach rechts in den grünen Trikots. Was können sie hier heute für ein Zeichen setzen? Wie werden sie sich präsentieren? Wie wird sich Dortmund
präsentieren. Tibol. Chamak lässt den Ball durchrutschen. Technischer Fehler. Robert Lewandowski. Schmelzer. Wir verteidigen das schon mal souverän. Aaron Hunt. Da hat Gebre Selassie eine Menge Platz. Keiner großartig in der Mitte. Boah, Junuzovic. Erste große Chance. Boah. Mit Abstoß. Ja, Bremen meldet sich. Und, oder, ja, Bremen meldet sich und seine Anwesenheit hier an. Also die sind da. Was macht Dortmund eigentlich? Aubameyang. Lewandowski. Gut verteidigt von Prödel. Gibt den Ball aber zu schnell ab. Mkhitaryan draußen. Blažikowski. Junuzovic macht das gut. Stark von Junuzovic. Allen. Ah. Chamak. Aaron Hunt mit Chamak. Kein Foul, oder doch? Es gibt Elfmeter. Es gibt Elfmeter. Und ich habe keine Ahnung, warum. Elfmeter für Bremen. Hier geht Chamak zu Boden und hier wird Aaron Hunt gefoult, oder? Sorry, ich möchte das bitte erstmal gerade aufklären. Subotic, jetzt hier Chamak. Der spielt den Ball auf Aaron Hunt. Und der chippt den jetzt zu Chamak. Und was passiert jetzt hier? Chamak hat den Ball. Da jetzt Mats Hummels und Pierre-Emerick Aubameyang. Ist das ein Foul? Und jetzt Aubameyang und jetzt stellt der Hand hier das Bein. Boah. Schwer. Sehr, sehr schwer. Tendenz, richtige Entscheidung. Aaron Hunt. Drin. 1-0 Werder. Souverän. Lässt Weidenfeller in die falsche Ecke springen. ...1-0 Bremen. Ich weiß immer noch nicht, ob dieser Elfmeter berechtigt war. Wisst ihr's? Würde mich mal echt interessieren. Und wie reagiert Dortmund? Prödel gegen Lewandowski. Das macht er gut. Mkhitaryan. Draußen jetzt der Ball auf Pierre-Emerick Aubameyang. Kommt aber nicht an, weil Caldirola da aufgepasst hat. Chamak. Junuzovic. Junuzovic. Da kommt der Cegli. Rauscht allerdings vorbei. Allen. Elia ist aber zur Stelle. Guter Seitenwechsel auf der Cegli. Junuzovic. Boah, das war gut gemacht. Oh, was macht er dann? Dann skillt er sich ins Aus. Subotic, drüben Aubameyang relativ frei. Oh, der Ball auf Schmelzer war gut. Etwas zu lang, ein Ticken. Ja. Gleich eine halbe Stunde gespielt. Bremen ist hier die bessere Mannschaft. Gibt den Ton an. Dortmund noch ohne Torchance. Deswegen würde ich schon sagen, das 1-0 für Bremen geht in Ordnung. Weil Bremen wacher ist. Weil bei Dortmund kommt halt von den Torchancen her wenig rum bisher. Junuzovic nimmt da ein paar Spieler auf sich. Chamak. Ejiro Elia. Oh, muss er eher schießen. So kann Subotic ihn noch vom Ball trennen. Oh, der Ball von Hand auf Allen war schlecht.
Mkhitaryan Prödel. Prödel. Mit einer Souveränität, das gibt's ja gar nicht. Und auch hier gegen Piszczek. Der ist ja mal richtig on fire. Aubameyang, Eljero, Elia, das ist stark. Elia, oh, Hummels, passt auf. Boah, Schmelzer, ich wollte gerade sagen, der ist ja im Aus der Ball. Da darf er eigentlich nicht weiterlaufen. Laut Regelwerk. Oh, Prödel. Das war ein spektakulärer Fehlpass. Allen. Kein Foul, sagt der Schiedsrichter. Okay. Ja, er wird schon wissen, was er braucht. Czamak. Mit dem Ball raus auf Musovic. Kriegt er den? Jawoll! Den kriegt er. Flanke geht nicht durch. Gibt Eckball. Bremen arbeitet hier hart. Und sie arbeiten mehr wie Dortmund. Mehr als Dortmund. Prödel. Oh. Wolf. Kriegt den Ball noch. Cegli und Jusovic, der bisher ein starkes Spiel macht. Guter Auftritt des Österreichers. Aaron Hunt. Jusovic. De Cegli, das macht er gut. Vorbei an Hummels. Die Flanke nicht perfekt, nicht optimal. Dann bekommt nochmal den Einwurf. Allen. Für wen auch immer dieser Ball war. Ja, war schlecht. Bremen führt nach 45 Minuten mit 1:0. Dortmund kommt besser ins Spiel. Aber sie haben noch keine einzige Torchance. Null Schüsse aufs Tor. Bremen zwei Schüsse aufs Tor, einer war drin. 50% Effektivität. Das ist ein halbwegs vernünftiger Wert. So, zweite Hälfte. Dortmund von links nach rechts. Bremen, bin mal gespannt, ob sie das Ergebnis halten wollen oder ob sie hier das Ding klar machen wollen. Ich denke mal, letzteres wird die Variante sein, die wir hier bevorzugen. Czamak geht dort vorne gut drauf. Kibre Selassie hellwach. Und Jumusovic. Aaron Hart mit dem Ball auf Czamak. Oh, Weidenfeller. Weidenfeller, passt auf. Das war ein starkes Spiel von Aaron Hunt. Muss ich jetzt mal so an dieser Stelle erwähnen. Lewandowski, der sich die Bälle da weit hinten abholen muss. Kalirola, Subotić jetzt mal auf dem Weg nach vorne. Elia, Konterchance Bremen. Subotić, wie gesagt, hat einen kleinen Ausflug gemacht. Czamak. In der Mitte ist Junuzovic. Die Flanke von Czamak allerdings zu weit da. Entsteht keinerlei Gefahr. Abenteuerball. Aaron Hunt. Ah, das dauert bei den Bremern alles ein bisschen zu lang. Ah. Ja, Bremen will es, glaube ich, etwas zu schön machen jetzt. Ich glaube, ein probateres Mittel wäre vielleicht einfach mal drauf zu halten. Anstatt sich jetzt hier bis über die Torlinie zu kombinieren. Allen. Gut in der Rückwärtsbewegung. Triebel im Zweikampf mit Gündogan. Dortmunder entscheidet diesen für sich. Und Prödel. Mit einer zweikampfstarken. Mit einem zweikampfstark betonten Spiel. Körperbetonten Spiel. Der Cegli gibt einen Wurf für Dortmund. Ich möchte mal Petersen für Czamak einwechseln. Şahin, draußen wieder Błażejkowski. Aubameyang! Erste Gelegenheit für die Borussia. Und das war gleich eine gute. Błażejkowski hat es dort draußen etwas zu leicht gegen Cegli und Allen. Die Flanke war nett. Aubameyang
Schlecht gedeckt von Sebastian Pröde. Allen spielt dort einen liegenden Junuzovic an. Şahin, boah, das macht er gut. Aber der Cegli macht das auch super. Und nochmal. Boah, der Einwurf war mal eine triftige Variante. Na, jetzt wird langsam Dortmund etwas dominanter. Şahin drüben. Lewandowski stand da schon. Kyrie Selassie. Da bietet sich jetzt gerade keiner an. Jetzt. Aaron Hunt. Bremer bleiben irgendwie am Ball. Jetzt wieder schwarz-gelb in Ballbesitz. Robert Lewandowski, von dem noch gar nicht so viel kam. Schmelzer. Da ist wieder Lewandowski, verliert den Ball an Selassie. Allen, Junuzovic. Ah, Petersen war eher abgehauen. Bietet sich dort nicht vernünftig mit an. Gündogan. Mit Aubameyang. Allen. Ah. Also die eröffnenden Pässe von Bremen sind bisher nicht gut. Petersen jetzt. Einwurf für Dortmund. Petersen findet hier noch nicht wirklich rein. Marquez kommt für Aaron Hunt. Der ein gutes Spiel gemacht hat. Auffällig nach vorne gewesen. Und jetzt also Marquez, Nils Petersen. Ja, wird dort auch mal kurz zeigen, dass er da ist. Allerdings bringt das jetzt nicht so viel. Elia war knapp. Aubameyang. Ah, verpasst dort den Zeitpunkt des Abspiels. Cegli. Oh. Oh, das darf nicht passieren. Subotic. Aubameyang. Dribbelt ins Aus. Wow, 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 wow. Ein Sieg gegen Dortmund wäre natürlich klasse. So würden wir den Dortmundern früh Punkte klauen. Noch 2 Minuten. Regulär. Allen, kein Foul. Vegetarian. Kyrie Selassie. Marquez. Nils Petersen. Nils Petersen. Nicht Nils Holgersson. Ja, lassen Sie ihm Platz. Knapp übers Tor der Ball. 2 Minuten Nachspielzeit. Noch 20 Sekunden zu gehen. Und dann gewinnt Bremen hier. Pröde, starken Kopfballduell. Petersen, Junuzovic. Oh, der semmelt das Ding drüber. Ah, war abseits. Ja, war ein Schritt zu schnell losgeeilt. Trotzdem gute Aktion von Nils Petersen. Nachspielzeit rum. Bremen gewinnt 1:0 gegen Borussia Dortmund. Ja, war eher so ein Taktik-Krimi. Für die taktisch versierten Freunde unter euch. Sicherlich wurde auch ein bisschen Fußball gespielt, aber hintergründig. Bremen trotzdem 1:0, ganz, ganz wichtiger Sieg für die Mannschaft aus dem Norden. Dortmund fährt ohne Punkte zurück in den Pott. So. Okay. Ja, jetzt sind wir Sechster. 4 Punkte. Ja gut, aber da haben viele 4 Punkte. Bochum und Augsburg auf Platz 2 und 3. Bochum aktuell für die Champions League qualifiziert. Nur mal zum Mitschreiben. So, und jetzt kommt unsere Champions League-Auslosung. Ich bin gespannt. Wer werden unsere Gegner
in der Champions League Gruppenphase. Wer wird sein? Erstmal, wer wird was? Franco Di Santo wird die Auszeichnung UEFA Best Player in Europe verliehen. Euer Ernst? Unser Spieler Franco Di Santo bekommt die Auszeichnung als bester Spieler in Europa. Nicht euer Ernst, oder? Wie hat dann das gemacht? Jawohl! Franco, ole! Gibt's nicht. Gibt's nicht. Respekt. Respekt. Haben Messi etc. anscheinend nichts gerissen. Gucken wir mal. Wir waren auf Platz 2 und 3. Ganz oben Franco Di Santo, dahinter Messi und Agüero. Sauerei. So, und wir, meine Freunde, gehen zur Champions League Auslosung. Ich bin gespannt. Wer wird es werden? Wir sind in dieser Gruppe mit Inter Mailand, Liverpool, Apoel Nicosia, oder? Heißen die so? Moment, das muss ich gerade mal nachschauen. Moment. Ja, Apoel Nicosia. So heißen sie. Okay, aber ich möchte mir trotzdem mal die anderen Gruppen angucken. Was haben wir hier? AC Mailand, Tottenham Hotspur, Olympique Marseille, nee, Olympique Lyon. Und der FC Kopenhagen. Gruppe B, Real Madrid, Galatasaray, Istanbul, RSC Anderlecht und Pabro Viechstein. Dann haben wir Barcelona, dann Olympique de Marseille, Shakhtar Donetsk und Motherwell FC. Das ist unsere Gruppe. Dann Manchester United, Neapel, Atletico Bilbao und Drofsmitz. Gruppe F, Paris Saint-Germain, Benfica, Lissabon, PSV Eindhoven und Austria Wien. Gruppe G, Manchester City, Borussia Dortmund, ZSKA Moskau und Puño Chongo. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und in Gruppe H haben wir Juventus Turin, Atletico Madrid, Olympiakos Piraeus Nordseeland. Bayern hat es also nicht durch die Qualifikation geschafft. Bayern ist nicht in der Champions League vertreten. Unglaublich. Okay, also unsere Gegner stehen fest und beim nächsten Mal spielen wir gegen 1860 München. In diesem Sinne soll es das von mir gewesen sein. Und ich hoffe, ihr schaltet dann auch beim nächsten Mal ein. In dem Sinne, ich bin raus. Macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss. Everything.